Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir rechts neben mir. Ich? Nein. Ich? Nein. Wir frühstücken heute gemeinsam. Ich habe hier, habe ich schon einen Vlog gezeigt und Food Diary, was ich gerade mache. Ich habe hier so Joghurt mit Kirsch, Schoko, Granulat. Keine Ahnung, wie das heißt. Habe ich aus dem DM Bio-Adventskalender und Äpfel. Und Pascal hat. Lass mein Essen in Ruhe. Der hat so Baguettebrötchen, dann hat er da Margarine, Mayo, Kochschinken und Käse oben drauf gemacht. Ja. Ja. Piep, piep, piep. Guten Appetit. Für uns allen nicht lieb. Yes. Ich bin dieses Mal so hart auf die Kommentare gespannt. Alleine, was ich für Drohungen auf Instagram bekomme, die regen sich ja. Fängt schon mal sehr gut an. Die regen sich ja jedes verfluchte Mal auf, dass ich Mukbangs mache. So, 50% sagt, jo, cool, gucke ich, sehe ich ja auch an den Aufrufen. Und die anderen 50%, die schreiben mir dann auf Instagram und meinen mir dann drohen zu müssen. Das finde ich auch immer sehr toll. Was meinen die dann, dass ich aufhöre zu drehen oder was? Ja, keine Ahnung. Wem es nicht passt, soll es einfach nicht gucken. Ja, vor allem, ich kennzeichne das Ganze ja schon mit Mukbang, mit Essen, mit irgendwie so einem Wort, dass man weiß, okay, ich esse jetzt gleich in diesem Video. Ja, trotzdem passt das manche nicht, aber ich habe den Leuten schon... Irgendwie isst du aber gerade nicht, irgendwie spielst du. Nein, ich spiele nicht, ich mische das alles um. Ich habe den Leuten auch schon gesagt, so, wenn die meine Videos nicht gucken möchten, dann könnt ihr doch auch einfach wieder gehen, weißt du? Der eine mag meine Videos, der andere mag sie halt nicht. Ich kann nicht jedem halt gefallen. So. Reicht, wenn du dir selber gefällst. Das ist immer die Hauptsache. Sehr schmal. Du hast vergessen, gestern meinen Staubsauger an die Wand zu machen. Herr Pascal. Ich weiß nicht, haben viel Lust mit dem. Also nächste Woche vielleicht. Ich habe das vielleicht überhört, ne? Nee, hast du noch nicht verstanden. Mhm. Soll ich sie nochmal besser betonen? Vielleicht? Danke. Gerne. Leute, wir sind gestern im Baumarkt gefahren, um eine Akku... Boah, wie heißt das, Mann? Akkuschrauber mit Schlagrohr drin. Ja, mit Schlagdings drin. Ja. Ey, wir stehen da 20.000 Marken, ja? Pascal hat sich auf eine Sache fixiert. Gab es nicht. Thema war gegessen. Er hat sich nicht von einer anderen Marke was mitgenommen. Nein, hat er nicht. Wolltest du 300 Ocken dafür bezahlen? Ja, für Makita bestimmt nicht, aber du wolltest ja unbedingt Bosch haben. Da gab es aber noch andere Marken. Nee, will ich nicht. Die sahen A scheiße aus, B haben sie mir nicht gefallen. Egal, dafür habe ich eine neue Tasche bekommen, ich habe einen Mini-Tannenbaum bekommen, ich habe neue Tannenbaumkugeln bekommen. Wir sind wegen Pascal da reingegangen und dann... Und wenn der vollen Tasche mit Sachen für mich wieder rausgehen kann. Das ist aber jedes Mal so. Mhm. Mhm. Und nächste Woche fahren wir zu New Yorker, weil für mich shoppen. Dann fühlt ja noch gut, ne? Ja. Mir geht's heute blendend gut. Deswegen musstest du mich heute Morgen schon wach machen? Mhm. Ja, sonst hast du nur alle Tassen da, ne? Mhm. Ich merke das schon. Ich habe irgendwas im Auge. Leute, mir ist was sowas Dummes passiert, ne? Ich habe ja die ganzen Teile aus meinen Adventskalendern, die ich nicht mehr behalten wollte, habe ich weggeschickt. Also habe ich... verschenkt. Die Leute mussten halt nur den Versand übernehmen. Und hat mir ein richtig liebes Mädchen geschrieben, so. Ich habe dein Paket bekommen. Hat sich auch mega gefreut. Richtig, richtig gefreut. Ich habe hier ein paar Extras noch mit reingelegt und so. War ja alles gut und so.
Und dann habe ich sie so einfach aus ganz normal gefragt, war denn alles mit drin? Ja, soweit schon, bis auf die Alverde-Mascara. Und ich habe mir nur so, wie, die ist da nicht drin? Habt ihr anderen Leute angeschrieben, ist die da drin? Oder habt ihr die vielleicht? Alle haben geschrieben, so, nein, ich habe keine Alverde-Mascara bekommen. Und ich so schon komplett wütend und sauer, wo ist diese Mascara hin? Habe in meiner kompletten Schminksammlung geguckt, habe überall geguckt, ich habe diese Mascara nicht wieder gefunden. Wo ist diese Mascara hingekommen? Und das, wenn ich mich nicht irre, um 10 vor 8 abends. War sogar noch später. Ja, oder 9, es war auf jeden Fall abends. Mhm. Ich habe dann wie eine Besessene habe ich nach dieser Mascara gesucht, weil ich habe diese Mascara diesem Mädchen versprochen und ich wollte diese Mascara auch diesem Mädchen halt, ich wollte ihr das geben. Ey Leute, ich habe geguckt und geguckt, ich bin ausgerastet, habe schon zu Pascal gesagt, ey, wo kann die hinkommen? Habe schon überall gesucht. Und dann irgendwann hat es irgendwie so in meinem Kopf gemacht und ich gucke so unter das Sofa und diese Mascara ist irgendwie unter das Sofa gerollt. Ja. Sie wollte dann eigentlich auch nicht mehr haben, hat gesagt, nein, ist in Ordnung, ist nicht schlimm, kann passieren, bla bla bla. Hat super nett reagiert, also erstmal danke an dich, dass du so nett reagiert hast. Manche hätten echt schlimm reagiert, hätten dann gesagt, wie kannst du nur, du hast gesagt, gib's mir das und sowas. Egal, ich werde auf jeden Fall... Ja, aber die Leute hätte ich dann auch wieder nicht verstanden, weil es an sich ja gratis ist, nur der Versand, da hätte man sich auch umsonst aufregen können. Ja, aber wenn man sucht sich ja was aus und wenn man es dann nicht bekommt, ja okay, ich habe da schon extras reingetan, aber das tut nichts zur Sache. Ich bin halt mit meinem Herz, du weißt, wie ich bin. Mhm. So, ich fahre jetzt Montag dann zu Teddy, hole dann solche Umschläge mit Polsterfolie, keine Ahnung, dieses Ding halt auf jeden Fall. Und versende die dann so drin. Ich wollte jetzt erstmal einen Briefumschlag machen, aber irgendwie war mir das ein bisschen zu dick. Ich weiß nicht, ob man Mascara mit einem Briefumschlag wegschicken kann, weiß ich nicht. Egal. Auf jeden Fall werde ich ihr das dann noch zuschicken, weil ansonsten beruhige ich mich nicht. Ich habe sie versprochen und ich brauche sie selber auch nicht, von daher strafst du nicht. Vielleicht brauche ich die ja. Ich habe so ein geheimes Hobby. Heimlich mit meiner Schminke schminken. Mhm. Und heimlich mein Shampoo benutzen müssen. Und es mir erst viel später sagen. Du musst vielleicht noch mein Auto tanken. Kannst du denn nicht selber? Nee. Und ganz viele von euch haben mir geschrieben, voll cool, dass du ein YouTube-Zimmer hast und sowas. Das ist eine Abstellkammer. Ja, wollte ich auch ganz sagen. Das Zimmer wurde zwar neu gemacht, und ich kann in diesem Zimmer filmen, weil halt eine Wand frei ist. Aber es ist jetzt nicht unbedingt mein YouTube-Zimmer, Leute. Es ist einfach nur irgendein Zimmer. Also wir haben da ja neu tapeziert, das werde ich auch im Vlog zeigen. Habe ich aber schon ein paar Mal vorher schon gezeigt. Weswegen haben wir da neu tapeziert? Ich habe den Mann im Baumarkt gefragt, ob man die Tapete bemalen darf. Er hat ja gesagt. Habe ich gemacht. Ein Verkäufer dreht dir alles an, wenn er loswerden will. Ja, war keine gute Idee, wegen mir durften wir neu tapezieren. Pascal hat dann noch an einem Tag um 21 Uhr die Tapete runterreißen müssen. Naja, wo war ich jetzt? Auf jeden Fall kommt dann an Pascal sein altes Bett hin, was er noch von seiner Mama mitgenommen hat. Das haben wir mal als Gästebett gelassen. Und ich mache daraus so eine Couch, so was ähnliches. Also ich mache da richtig viele Kissen hin. Also so, Bett. Und dann mache ich halt so die Kissen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und dann kann man sich da hinsetzen. Und ansonsten wird da eigentlich nur die Wäsche aufgehängt und ich kann da halt filmen. Vielleicht kommt da noch irgendeine Kommode hin oder sowas. Weiß ich nicht, ob sich das überhaupt noch lohnt, weil wir ja nächstes Jahr umziehen. Eigentlich wollen wir nicht mehr so viel in dieser Wohnung machen. Eigentlich. Entschuldigung. Ich hab's nicht eingeplant. Die denken jetzt auch, ich kann nicht essen. Kannst du das? Kann ich, aber ich konnte nichts dafür, dass dieser Apfel so schief hängt da. Das wüsste ich aber. Ich kann gut essen. Und vernünftig. Ja, und sobald du satt bist, fängst du mit deinem Essen an zu spielen. Wie ein Spielkind. Nein, ich mache nur ein Gesicht einmal draus. Spielkind.
Wir müssen deiner Mama für Silvester auch noch neue Deko kaufen. Tischdeko. Warum? Weil ich hier vorletztes Jahr die ganzen Schweinchen sortiert habe und ich habe damit auch gespielt. Ja, und? Dieses Jahr im Voraus schon hier ein neues Paket. Ich habe letztes Jahr ging ja nicht Silvester, Corona und sowas. Vorletztes Jahr Silvester haben wir bei denen verbracht und die hatte auf der Tischdecke hatte sie so Tischdeko. Solche glitzernden Schweinchen und was weiß ich nicht, was da alles drauf war, solche Hütchen und keine Ahnung was. Und ich habe die dann alle nach Farbe sortiert. Weil ich keinen Hunger mehr hatte. Du hast was übergelassen. Ja, einen guten Hunger. Ha. Ich habe einen TikTok-Ohrwurm. Was hast du bitte schön nicht? Entschuldigung, hängt halt in meinem Kopf. Space Taxi to the Sky. Feuersalamander. Nein, das sagst du jetzt nicht. Übrigens benehmen wir uns beim Frühstück jedes Mal so. Das halte ich für ein Gerücht. Ich auch. Frisst deinen komischen Brei da selber. Das ist kein Brei. Das sieht für mich aus wie Brei. Mhm. Fertig. Na ja, sei Dank. Sowas lasse ich nie liegen. Na ja, sei Dank. Ja, sei Dank. Ich würde es nämlich nicht essen. Ich weiß, dass du sowas nicht isst. Ja. Du isst kein Joghurt, kein Apfel und erst recht nicht so ein Topping. Nein. Da esse ich mir lieber ein schönes Rinderfilet oder ein Entrecosteak. War eklig. Ich mag kein Fleisch, das weißt du. Also nicht in solchen Mengen. Ich weiß, deswegen ist es auch mehr für mich. Gott sei Dank. Ich esse eigentlich generell kaum Rind und kaum Schwein. Nicht so gerne. Hack schon, aber... Dafür isst du gerne Schokolade. Und Geflügel. Wenn an Fleisch, dann Geflügel. Ja. Er hat mir sogar zum Geburtstag, hat er mir nicht nur die Ohrringe geschenkt, Leute. Er hat mir sogar zwei riesengroße Milka-Tafel-Schokoladen gekauft. Geschenkt, wohl er. Ich habe mich darüber irgendwie mehr gefreut als über die Ohrringe. Dementsprechend schnell waren die auch weg. Nein, die letzte habe ich, da habe ich echt lange für gebraucht. Da habe ich aber auch wieder mit der Diät angefangen und deswegen konnte ich nicht die ganze halbe Tafel Schokolade wegessen. Ja, aber die erste ist gestorben innerhalb von ein paar Sekunden gefühlt. Ja, das sind diese großen Milka-Dinger gewesen. Ich habe die, keine Ahnung, ich glaube... Weniger als eine Stunde habe ich sie gekillt. Komplett. Oh. Stunde ist doch schon viel für deine Verhältnisse. Ja, mit Schoki, da braucht man sich mit mir nicht anlegen. Verstehst du? Schoki ist meins. Ich liebe Schoki. Scheiß mal auf Haribo, ja? Scheiß mal auf Gummibärchen und was weiß ich nicht, was da alles gibt. Schoki ist das Wahre. Naja, sagt die Nutella löffelt, ey. Krieg Würgereiz. Wir haben zu Hause keine Nutella, Leute. Du hast es früher, aber ihr löffelt. Ja, wir haben zu Hause, aber deswegen kein Nutella mehr. No. Aber wenn wir Nutella da haben, schreit mein ganzer Körper, mein Kopf, alles schreit danach. Alina, du musst jetzt diesen Nutella... Löffeln. Ja, löffeln. Ja, ich hab mal, ich glaube, wir haben eine ganz neue Packung Nutella gehabt. Also Glasdings, Bumsi, ihr wisst, was ich meine. Und für was habe ich die gekauft? Ich glaube, ich habe irgendwas gemacht. Pfannkuchen oder sowas. Naja, Pfannkuchen. Ja, dann habe ich Pascal was abgegeben
Und ich habe dann an diesem Tag, ich hatte so Heißhunger, ich hatte auch meine Tage, ich habe die fast komplett bis zum Ende habe ich die weggelöffelt. Du hast irgendwie 6-mal angefangen zu löffeln, die Nutella. Das war, wo ich Corona hatte. Da habe ich nichts geschmeckt. Ich habe auch diese Süße komplett nicht geschmeckt. Deswegen konnte ich die so weglöffeln. Könnte ich aber auch jetzt. So Leute, das wird ja sonst zu lange. Ich hoffe, euch hat dieser Mukbang mit Pascalileini gefallen. Täglich Pascalileini. Ich wünsche euch jetzt allen auch einen wunderschönen Sonntag. Und ich versuche das Ganze jetzt so kurz nach 12 hochzuladen. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Haut da rein. Bis denne. Antenne. Vernünftig. Ciao.